Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny. So, in der heutigen Folge machen wir natürlich jetzt auch mit der Quest weiter, die da wäre. Exodus Black. Genau, nun da, du weißt, was mit ihrem Captain geschehen ist. Sprich mit Failsafe bei der Exodus Black. Da werden wir doch jetzt gleich mal hingehen und dann schauen wir mal, was uns die so zu erzählen hat. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute, und dann würde ich sagen, ab zu Failsafe. Oh, geh hier raus. Dem Titan mit dem Springen, weiß ich nicht, das ist noch nicht so mein Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dann sogar abgeschlossen ist hier die Welt, dann könnte man ja auch vielleicht gleich zum Mars gehen. Schauen, was die uns hier erzählt. Captain, obwohl ich nicht wirklich trauern kann, kann ich etwas Ähnliches simulieren. Weil, wenn man jemanden verliert, ist es unmöglich, sich davon abzuhalten, Parallelwelten zu projizieren, in denen sie noch leben könnten. Danke für deine Hilfe, Captain. Bitte schön. Diese Expedition muss ich erstmal verarbeiten. Ich freue mich schon auf unser nächstes Abenteuer. So, steigen wir hier natürlich wieder auf. Und dann sind wir auch hier schon fertig. Wir könnten natürlich die Strikes machen, aber wir machen die Planeten weiter. So, schauen wir doch mal. Datenwiederherstellung, das müsste der Mars sein. Und vergrößern müsste eigentlich die Erde sein, die ETZ. Schauen wir uns doch mal, ob die da was haben. Statusbericht. Nee. Exodus Black. Suprastrukturintegrität 17%. Datenspeicherintegrität 38%. Energiekernintegrität 89%. Failsafe KI Energiekernintegrität. Ende des Statusberichts. Ja, schauen wir auf den Mars. Genau, hier im Mars geht es ziemlich weiter. Und zwar hier oben. Wir starten einmal. Haben sie auf jeden Fall ziemlich runtergekürzt, glaube ich, das mit der Story Quest. Damit kannst du die Schar in Schach halten. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Der springt nicht so weit. Kannst vergessen. Also der Warlock springt weiter.
Ich habe mich durch Rasputins Datenarchiv gesucht und einen blinden Fleck in seinem künstlichen Kortex gefunden. So, machen das natürlich hier. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Da wurde nichts gelöscht. Sein Gehirn ist wie unseres aufgebaut. Es wirkt eher wie... Arkus-Quiz so machen, ja. Einige finden, dass gewöhnliche Sterbliche nicht in verdrängten Kriegsgeisterinnerungen rumwühlen sollten. Ich habe genau, was du brauchst. Die Walküre ist online. Doch du bist weder gewöhnlich noch sterblich. Das ist übrigens ein ernsthaftes Kompliment. Wir werden diesen. Okay. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Rasputin hat deine Rückkehr vorhergesagt. Scout-Gewehr. War nur ein Witz. Nur natürlich das. Macht ein bisschen mehr Schaden. Und dann schauen wir doch mal. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Die Schar schickt einen Ogre rein. Mehrere Feinde entdeckt. Rasputin aktiviert die Walküre. Wir kümmern uns drum. Okay. Alles in so kurzer Zeit geschafft. Super gemacht. Schon haben wir wieder einen Helm. Mal jetzt hier ein paar mitmachen. Na okay, Boss ist da. Nein, was ist denn das für ein Scheiß? Warum fall ich denn da jetzt runter?
Das wird knapp mit dir. Eine Minute noch. Der down oder was? Härter als die letzte Welle, oder? Okay. So soll es wohl auch sein. Da sie immun gegen sein sibirische Entropie-Protokoll sind, will Rasputin die Schar schlichtweg ausmerzen. Wollte aber eigentlich mal schauen. Hat eine KI aus dem goldenen Zeitalter nicht effektivere Mittel, um ihnen beizukommen? Hab ich ihn auch gefragt. Warte immer noch auf Antwort. Probieren wir es einfach mal. Okay, wir müssen hier weitermachen. Ich habe mich durch Rasputins Daten gewühlt und bin auf ein ähnliches Muster gestoßen, das immer wieder auftaucht. Nach einigem Analysieren habe ich es endlich entschlüsselt. Es sind Koordinaten. Begebt euch mal dorthin und seht euch das an. Also. Hier gibt es nichts, Anna. Warte, ich empfange eine einzigartige Energiesignatur. Das kann kein Zufall sein. Folge ihr. Wir müssen wissen, wohin sie führt. Den kleinen Dinger hier folgen. Ah, hier rein, okay. Override-Frequenz. Okay. Anna, wir haben Ihre Quelle entdeckt. Meine Sensoren sagen mir, es ist ein Dvalin-Kern. Mal sehen, ob wir ihm Daten entziehen können. Da ist eine Referenz zu Ikelos. Eine Seriennummer und ein schwaches Signal geht von ihr aus. Starte Übertragung jetzt. Die Seriennummer passt zu einem Depot, das in der Datenbank als verschwunden markiert ist. Durchsucht das Gebäude. Es muss irgendwo sein.
Okay. Das ist gar nicht schlecht, super. Okay, ist großes Schild. Wir haben das Depot gefunden, aber es ist leer. Da war wohl die Rotlegion am Werk. Gibt's hier ein Fleckchen, das Sie nicht komplett leergeräumt haben? Wahrscheinlich nicht. Keine Sorge, wir finden sie. So, weiter geht's. So, jetzt probiere ich aber die andere Suppe auch mal aus. Sorry, aber ich muss hier ein bisschen probieren.
schaut doch besser aus. Ja, ist besser. Fragment. Anna, wir haben dein... Keine Ahnung, was es ist. Die Daten sind verschlüsselt. Die Verschlüsselung ist eine Sequenz. Und zwar eine sehr vertraute. Aber das ist nur ein Teil. Es muss noch ein anderes geben. Wir können das hier benutzen, um das Fehlende aufzuspüren. Komplett beschissen wieder hingestellt. Ist die down oder was? Fuck, der ist down. Wir haben alles, Anna. Schicken dir jetzt die Daten. Das ist nicht nur eine zufällige Sequenz, sondern ein Algorithmus. Ich weiß wofür. Lauf zum Kern, ich erkläre es später. Dieser Algorithmus ist ein Omnischlüssel. Mein Omnischlüssel. Damit hat man Zugang zu allem in Rasputins Datenbank. Aber das ist noch nicht alles. Ladet die Datenkomponenten, die ihr geborgen habt, in den Kern. Diese Datenkomponenten sind nicht nur nutzloser Code, sondern Blaupausen. Und Rasputin kombiniert sie neu im Kern. Blaupausen? Für was denn? Geht's dir ab hier, bitte? Der Granate wird echt scheiße.
müssen wir die Super ausprobieren. Ah, die Super ist gar nicht so schlechter. Ich weiß gar nicht, es gab doch mal so eine Bubble für den Titan, oder? So. Sehr schön. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Was sich wohl darin verbirgt. Ein Teil meiner Vergangenheit. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir auch wieder Schluss an der Stelle. Ist schon wieder eine halbe Stunde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge dabei seid. Dann machen wir auch hier mit der Quest auf dem Mars weiter. Und ja, genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.